Moin Jungs und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ausnahmsweise wollte ich mal über meinen Kanalbanner reden. Eine sehr lange Zeit habe ich, ich sag mal, vor mich hergeschoben, ihn irgendwie zu machen. Weil ich habe mir auf jeden Fall gesagt, wenn ich einen kriege, mache was auch immer, dann möchte ich ihn selber machen, mäßig. Mein Problem war halt immer so ein bisschen, was mache ich daraus? Ich finde es halt cool, wenn man Banner, ich sag mal, Eigenschaften, naja, was ist Eigenschaften? Sachen aus meinen Videos zum Beispiel enthalten würde oder Sachen meiner Videos ankratzen würde. Was weiß ich, irgendein kleiner Bezug zu Scribble.io, Multiversus vielleicht oder irgendwie Gothic Phone oder halt meine Freunde, mit denen ich das Ganze aufnehme. Ich hatte ursprünglich einen anderen Banner schon designt, dann ist mir aber ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. YouTube verlangt quasi, dass du dein Banner mäßig so designst, dass quasi, dass du auf dem PC zum Beispiel mehr sehen kannst als auf dem Handy und auf dem Fernseher würdest du quasi alles sehen können. Bei dem, was ich ursprünglich gemacht hatte, hat das, ich sag mal, sehe das ziemlich missraten aus, wenn ihr mich fragt. Und wirklich zufrieden war ich mit dem auch nicht wirklich. Genug drumherum geredet, wie sieht denn dein Banner jetzt am Ende aus? Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige sagen würden, ist voll cringe so oder so mäßig. Keine Ahnung, ich finde, der ist voll okay geworden. Was haben wir gemacht? Also wir haben hier quasi 5 mäßige Abschnitte, wo jeweils eine andere Persönlichkeit dargestellt ist. Ich habe mir an erster Stelle überlegt, da ich in den Make It Meme Videos mich und meine Freunde immer als diese Meme-Charaktere mäßig darstelle, habe ich mir in den Kopf gesetzt, was ist, wenn ich einfach irgendwelche anderen Charaktere nehme und die quasi umdesigne. Ganz links haben wir zum Beispiel Saitama, den ich in Farbe designt habe, wie Thomas die Lokomotive. Das erkennt man an der grauen Haut, dem blauen Anzug und dem roten Handy, lul. Ich habe mir extra Saitama ausgewählt, weil ich fand es halt ein bisschen umständlich. Dadurch, dass Thomas ein Charakter ist, welcher keine Haare besitzt, wäre es halt vom Vorteil, wenn es auch ein Charakter ist ohne Haare. Weil, sagen wir so, wenn er Haare hätte, ich bin verdammt schlecht im selber Design mäßig. Direkt daneben haben wir quasi die Verkörperung des Doggos, welcher in der Regel immer live darstellt. Als Vorlage für ihn diente Moro, weil ich dachte mir, wenn er ein mehr oder weniger Tier darstellt, wäre es halt cool, wenn ich auch irgendwie ein Tier als Vorlage nehmen würde. Und Moro ist ja so ziegelmäßig, das fand ich, ging noch am nächsten ran, wäre für mich am passendsten gewesen mäßig. Was auch immer so ein kleiner Knackpunkt ist, was hau ich in den Hintergrund rein? Bei ihm war ich so ganz kreativ, hab mir gedacht, yo, ich hau einfach eine Aura dahin und dann schreibe ich da Bonk hin mäßig, weil im Hintergrund könnt ihr auch sehen, wie ungefähr jedes Design davon abgelaufen ist. Kurz gesagt, ich habe mir einfach einen Screenshot geschnappt und dann habe ich einfach die Umrandung grob nachgezeichnet, bisschen Helligkeit und Dunkelheit markiert und so weiter und dann habe ich es einfach neu umgefärbt, dass es zu dem jeweiligen Meme relativ passend tut. In der Mitte haben wir dann den Speedwagon, welcher ja auch mein Profilbild derzeit ist. Wie man vielleicht am ausgestreckten Daumen und vielleicht an der Hackfresse schon erkennen kann, habe ich hier Super Vegeta als Vorlage genommen. Ich habe sogar gezielt den Super Vegeta genommen, welcher kurz in dem Superhero-Film mäßig drin war, in dieser mehr oder weniger mäßigen Rückblende, weil das ist halt eine relativ neue Aufnahme dieses Vegeta. Keine Ahnung, das ist halt cool. Natürlich im Endeffekt, ich habe einfach nur die Umrandung nachgezogen und dann habe ich den Hut aufgesetzt. Mein Kopf ist nur so, Vegeta hat eine etwas hohe Stirn, wo sich der Hut ansetzen würde, war ein bisschen umständlich. Direkt daneben haben wir die Verkörperung des Höhlenmenschen SpongeBobs. Dafür habe ich Jotaro ausgesucht. Ich habe ja schon mal gesagt, mein absoluter Favorite aus Jojo überhaupt ist Jotaro. Mein Ursprungsgedanke war eigentlich, da ja der Höhlenmenschen Bob mäßig diesen komischen Mund hat, der so hautfarbenmäßig ist, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach einen Charakter, ich sag mal, ein bisschen heftigere Lippen hat, wie zum Beispiel jeder gefühlt aus Jojo, und dann färbe ich das einfach um. Das habe ich aber am Ende verworfen, habe mir eher gedacht, okay, Jotaro trägt ja eine Mütze, dann kann ich ihm doch einfach die große Krabbelmütze geben. Vielleicht relativ schnell zu erkennen. Nachdem ich sie mäßig eingefärbt habe, habe ich nur ein bisschen, nur ein paar Paint-Effekte rübergehauen, von wegen hier ein bisschen Unschärfe, da ein bisschen weicher. Das war es dann auch wieder. Was digitales Zeichen angeht, da bin ich ein Lappen überhaupt, ich kann nicht wirklich viel. Aber ich sag, dafür hat's gereicht. Auf der ganz rechten Seite war natürlich die Frage, wer verkörpert denn den Chat Thaddäus? Und ja, vielleicht erkennt man die Hackfresse schon, es ist Kenpachi geworden. Ähnlich wie bei Thomas habe ich mir halt gedacht, okay, das ist ein Charakter, der eigentlich keine Haare hat. Dann wäre es cool, wenn ich auch eine Vorlage nehme, die keine Haare wirklich hat. Dann hat sich aber auch Kenpachi angeboten, weil ich sag mal, er hat eine günstige Form und er hat ein bisschen außergewöhnliche Haare. Ihm eine Glatze zu geben, war nicht so schwer. Und komm, der sieht doch echt bosshaft aus, so ein Chat Thaddäus mit so einem King. Ja, das ist es. Das ist jetzt mein Kanalbanner. Ist eher so ein kleiner Zufall, aber dadurch, dass ich das Bild gefünfteilt habe, mäßig, kann man perfekt auf dem PC, kann man quasi so weit sehen, die ersten drei. Und würde man das Vollbild auf dem Fernseher zum Beispiel sehen können, könnte man alle sehen. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es relativ sauber getrennt ist.
finde ich gar nicht so schlecht. Was ich nur ein bisschen schade finde, ich wusste nicht wirklich, wie ich andere Aspekte von mir da reinbringen kann. Ich habe ja prinzipiell den Speedwagon Vegeta in die Mitte gehauen, weil der ja quasi für mich steht. Deswegen stehen die anderen auch an der Seite, weil es ja auch eigentlich soll es auf diesem Channel um mich gehen, aber meine Freunde spielen auch eine große Rolle hier, weil für die lustigen Videos, ich keine Ahnung, ob ich alleine so lustig sein könnte, wahrscheinlich nicht. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass man, wenn mein Kanal, ich sag mal, eine sehr persönliche Note dazu bekommt. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das seht. Bis zum nächsten Mal. Süß.